Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf unserem Schiff gerade und ja, reisen nochmal nach Corellia. Und zwar diesmal nicht direkt zum Schwarzen Loch, sondern erstmal vielleicht hierher nach Corellia. Und dann versuchen wir von dort aus vielleicht irgendwie zum Schwarzen Loch zu gelangen. Bisher hat sich die Mission nämlich nicht aktualisiert. Weil wir waren in der letzten Folge jetzt schon im Schwarzen Loch, aber ja, irgendwie ist da nichts passiert. Und ich war der Meinung, dass wir von hier aus auch noch irgendwie dorthin kommen können. Ah, okay, guck mal, hier wird zumindest was angezeigt, alles klar. Dann sind wir ja doch richtig. Ja, eine Heldenmission haben wir auch schon erledigt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die täglichen Missionen dort. Das ist so ein Bereich mit täglichen Missionen. Kann man dann auch, ja, wie der Name schon sagt, täglich wiederholen die Missionen. Und eine wöchentliche Mission gibt es dann meistens auch dort. Ist das hier oben oder unten? Unten. Ja, wir müssen dann anscheinend hier den Flug noch nehmen zum Schwarzen Loch. Das könnte man ruhig noch anpassen. Ich finde, das sorgt so ein bisschen für Verwirrung. Ja, und erst wenn wir diesen Flug hier genommen haben, dann ändert sich auch das Missionsziel. Haben wir gerade gehört. Sprich mit Saal Darkhorn. Wir sind keine Soldaten, Dakron. Corsair kann gegen schwere Artillerie oder Tarnangriffe nichts ausrichten. Wir brauchen weitere Unterstützung von der Republik. Alle meine Männer sind draußen im Feld oder verletzt. Bin gespannt, wer oder was uns zuerst erledigt. Torvix, das Imperium oder die Strahlung. Ich sag euch, was uns erledigt. All diese Ausreden. Seht uns an. Wir verlieren gegen einen Ex-Politiker und seinen Corona-Abschaum. Was jetzt? Haben wir noch einen Sektor verloren? Sind uns die Vorräte ausgegangen? Sucht ihr euren entlaufenen Giska? Ich suche Saal Darkhorn. Agent Carhart hat mich geschickt, um zu helfen. Dann wollen wir hoffen, dass ihr zäh seid. Wir haben bereits zu viele grüne Jedi verloren. Willkommen im Schwarzen Loch. Uns mangelt es an Energiezellen, Rationen und allem anderen. Ich habe bereits gestern Verstärkungen gebraucht. Aber besser spät als nie. So ein richtiger Mecker, Hannes. Immer positiv denken. Solange wir uns auf unser Ziel konzentrieren, können wir nicht scheitern. Genau, Konzentration. Ich werde daran arbeiten, Jedi. Seht euch um. Irgendwer braucht bestimmt Freiwillige. Schießt auf jeden, der nicht zu Corsec oder zur Republik gehört. Und haltet euch von der Strahlung fern. Viel Glück. Okay. So, und dann kriegen wir hier eigentlich auch nur die täglichen Aufgaben, denen wir dann einmal nachgehen sollen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gute Stunde. Das sollten wir, denke ich, hinbekommen. Stell gestohlene Prototypwaffen sicher. Okay. Müssen wir die dafür ausschalten, hier die Leute, oder?
gehe ich fast von aus. Jo. Na, das können wir ja schon, das haben wir schon gemacht. Wären wir da mal vorher reingegangen, dann hätten wir vielleicht auch noch uns ein bisschen Zeit gespart hier. Kämpfen wir doppelt und dreifach gegen die gleichen Gegner. Aber weiß man ja vorher nicht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, gehen wir mal runter hier in die andere Ebene. Jetzt erstmal langsam. Drei Waffen brauchen wir noch. Drei Stück. Ja, fahren wir hier mal hoch. Da müssen wir auch noch rein. Sehr schön. Auf in Ebene 2. Platziere Abhörgeräte. 5 Stück sollen wir platzieren. Okay. Oh, wir wurden entdeckt. Also, so schnell kann man das ja gar nicht platzieren, wie die dann schon wieder kommen. Naja, das kämpfen wir halt. Ist auch kein Problem für uns. Aber da hätte man ruhig einen kleinen Tick länger Zeit lassen können. Och, brauchen wir gar nicht rein. Bin quasi jetzt reingelaufen. Okay, schafft man, aber es ist sehr knapp, finde ich. Hier ist nichts. Macht durchströmt mich. Oh, und hier vorne ist noch einer.
dann haben wir alle fünf. So, ich warte jetzt hier noch mal einen Augenblick. Ja. Das ist das, was ich meine. Kommt man gar nicht so gut hin. Das ist eine schöne Idee, so ein bisschen schleichend vorzugehen, aber die Umsetzung, naja, ein bisschen zu knapp. Ja, das wird eh nichts jetzt. Einmal vorbeigeklickt. Aber die Mission haben wir zumindest abgeschlossen. Das ist aber schon was. Jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen. Schnell, lauf! Okay, im Rund, da müssen wir nochmal stellen einen Anti-Strahlen-Injektor sicher. So, und es gibt noch eine Bereichsquest Verbrecherjagd. Da ist natürlich die Frage, wo wir dafür hin müssen. Noch habe ich hier nichts gefunden. Das sieht für mich wieder unten aus. Aber wir können ja mal Ausschau halten nach Gegnern, die wie Verbrecher aussehen. Repariere Gefahrguttanks. Okay, jetzt macht das Ganze hier natürlich Sinn. Wenn das hier Gefahrgut ist, dann sollte man das natürlich nicht betreten. Schützt den Anwender vor Hypermateriestrahlung. Aber dann schnell ran da jetzt. Schon wieder Schaden. Okay, das habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Ich habe versucht, das noch ein paar Mal zu nehmen. Aber hat ja irgendwie nicht geklappt. Sollte uns eigentlich schützen. Ja, bietet kurzzeitigen Schutz, das hatte ich auch gelesen, aber... irgendwie wurde das nicht wieder aktiv. Vielleicht weil wir in der Strahlung schon drin standen. Vielleicht muss man dann erstmal wieder raus. Das kann sein. Weiß man aber auch vorher nicht. Haben wir hier Verbrecher? Das ist ein Kanonier und Aufmischer. Aber eine Bereichsquest kriegen wir jetzt hier nicht. Normalerweise müsste man die dann auch bekommen, wenn man diesen Bereich betritt, wo die Quest stattfindet. Ja, da drüben könnte mir noch einfallen. Ja gut, dann machen wir das gleiche hier wohl nochmal. Die sind wieder aktiv. So, und kriegen wir es jetzt? Es passiert leider nichts. Müssen wir vielleicht noch einen nehmen? Da liegt ja noch.
noch einer. Ja, jetzt sind die Gegner natürlich wieder da. Jetzt erstmal langsam. Okay, man kann immer nur einen tragen. Darin wird es gelegen haben. Ja, jetzt haben wir auch wieder einen Schutz. Gut, dann machen wir die beiden Löcher nochmal wieder zu und dann haben wir das auch geschafft. Und schnell raus hier. Da müssen wir noch hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Über den Tunnel. Den können wir dann hoffentlich von der anderen Seite hier betreten. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Ich würde jetzt trotzdem auch nochmal die Bereiche hier abfahren. Kann ja sein, dass wir die Bereichsquest doch noch finden. Kann ja nicht schaden, hier einmal außen rum zu fahren. So groß ist der Bereich ja jetzt auch nicht. Ja, aber hier scheint nichts zu kommen. Dort vorne ist, wie gesagt, der Posten von den Imperialen. Da brauchen wir nicht rein. Da stehen sie hier draußen sogar schon als Wachposition. Da kommen wir gerade eben noch so dran vorbei. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch hier hinten der Bereich oder der Bereich, wo wir für Zwangsarbeit hin müssen. Hier hinten ist auch nichts. Die können wir ja trotzdem einfach mal ausschalten. Vielleicht kriegen wir dadurch ja auch erst die Quest. Also diesen Bereiche, den müsste man auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Der ist gar nicht mehr zeitgemäß, finde ich zumindest. Was so einige Sachen angeht. So, da hinten haben wir auch den Tunnel, dass wir dann rüberkommen auf die andere Seite. Weg. Raffineriebezirk. Ach, guck mal, hier wären wir auch lang gekommen. Ja, cool. Dann komm. Ihr bettelt ja für mich quasi. Kiste plündern, ist ja auch nicht verkehrt. So, da sind wir. Fehlt uns halt immer noch die Bereichsquest Verbrecherjagd. Jetzt erstmal langsam. Drall-Ingenieure sollen wir retten. Das ist unser Auftrag hier.
Okay, eins. Ich glaube, die fünf kriegen wir hier sogar zusammen. Verbrecherjagd würde hier auch Sinn machen. Die heißen zumindest Verbrecher. Wie groß ist denn der Bereich? Ja, vielleicht gehen wir sogar noch in den letzten Raum rein. Ich halt auch schade finde, dass man hier nicht mal Ruf bekommt. Wenn man schon die täglichen Missionen macht, dann sollte es doch zumindest Rufpunkte geben. Okay, eine Bereichsquest gibt es hier wohl nicht. Dann lass uns erstmal zurück zum Außenposten. Dann können wir da nochmal gucken. Bereich Verbrecherjagd. Vielleicht haben wir den Bereich auch einfach bisher übersehen. Ich würde mich jetzt hier nochmal umgucken. Hier gibt es nichts wirklich. Gut, Leute, wir sind sowieso am Ende der Folge angelangt. Ich werde da mal in der Zwischenzeit gucken, wo diese Bereichsverbrecherjagd sein könnte. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.